Hallo, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute wird's spannend. Wir machen nämlich unser Schiff kaputt. Also, so wird's wahrscheinlich ausgehen, weil ich versuche auf Arcanar 3 zu landen. Ein schön großer Planet mit 6,7 G. Also, das ist schon mal Ansage. Das ist schon mal richtige Ansage. Zu früh, aber wir gucken einfach mal, wie es ist. Weil, wenn man irgendwann mal auf weitere Reise gehen wolle, dann finden wir bestimmt irgendwann mal ein interessanter Planet, wo viele G hat, und das muss man sich schon angucken. Und dementsprechend sollte man es vorher üben, weil hier ist es jetzt momentan kein Problem, wenn ich drauf gehen. Zum Ende ist die Aspis nicht so teuer in der Versicherung, und zum anderen bin ich in der Bubble. Hier wäre ich gleich wieder. Eigentlich müsste ich vielleicht kommen direkt beim Ingenieur raus. Na, anyway, selbst wenn ich in Barnard Stern rauskommen würde, es wäre kein Beinbruch. Drei Sprünge. Also wie gesagt, ich kalkuliere einfache Absturz mit in. Das ist doch schon was anderes als auf einem 2G-Planet zu landen. Oder geschweige denn in einer, wo nur 1G hat. Wird spaßig. Gucken wir uns unser Schatz mal an. Ende 40 Erdmasse. Das ist eine Ansage. 50.000 Kilometer, die ist ungefähr doppelt so groß dann wie die Erde, oder? Erdmasse 1,2, Radius 5. Naja, ein bisschen oben, mehr als doppelt so groß. Ich weiß gar nicht, was der Radius von der Erde ist. Wenn ich es auf den Dor-Planet beziehe, dann. Die ist ein bisschen größer als die Erde, dann kennt man doch vielleicht dreimal die Radius an. Das ist doch schon eine Ansage. 7,63 G. Auch nicht gerade kalt auf der Oberfläche, und es gibt Silikatdampfgeysire. Können die überhaupt nur oben sprühe? Bei so viel G. Ich frage mich, wie sich dort der Buggy fährt. Meine Fresse, sind sogar Station. Wie laufen die dort? Die kriechen dort nur oder was? Das ist bestimmt grob. So, sieh mal hier irgendwo, was mein Verlust dann sind wird. Irgendwo gab es doch so Infos. Module. Das steht doch bestimmt. Ach, Ersatzwert. Ja, 2 Millionen. Das geht. Das geht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ist sehr schön. Und da wir noch ein bisschen unterwegs sind. So. Wo können wir dann dort das nächste Mal insteigen? Der will Bromelitern. Die müssen wir wahrscheinlich abbauen. Ja, machbar, machbar. Der Vatermann, ach, das ist der Kerl mit dem Brandy. Da muss ich noch ein paar Mal hinfliegen, weil den gibt es hier in nur in geringe Menge. Die ist in Kolonia. Der auch, oder die auch. Der ist noch in der Nähe. Ach, das ist der mit dem Fujin-Tee, stimmt. Ja, das könnte ich nochmal machen und dann dort im imperialen Gebiet vielleicht noch ein bisschen Ruhm. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und du bist wieder in Kolonia. Du bist in Mene. Was willst du? Du Scan-Datenbanken unter Verschluss. Oh, ich habe die gerade verwechselt. Ich habe die verwechselt. War ganz schön. Ich habe gedacht, dass die Scan-Datenbank wollt. Aber die wollt. Entschlüsselte Emissionsdaten. Okay. Scan-Datenbanken unter Verschluss. Okay. Wir könnten, aber da haben wir kein Mi. Warte mal, vielleicht noch ein bisschen. Was wollen die? Entschlüsselte Emissionsdaten. Ach ja, ach gut. Gott, heute mal über 70 Stück. Kein Problem. Das ist ja okay, Ding. Ist ja easy.
So, warte noch bei Ingenieure. Genau. Die Lori. Achso, da müssen wir an einer Kampffang haben, aber guck mal hier, ey. Wir sind doch schon Experte. So mehr als über die Hälfte drüber. Nicht schlecht. Der Professor Palin. Dann kriegen wir mit der nächsten Expedition. Und Nemo, was bestufe eine? Achso, Party of Yoru. Ja, die müssen wir mal gucken, wo die ist. Und bei denen ein bisschen Ruffarm. Mehrfachgeschütze. Okay, Mel Brandon. Ja, der Colonia Council. Du bist wahrscheinlich ein Colonia drüber. Die Yuri. Achso. Ja, das kriegen wir hin. Mal einfach nur ein paar Belohnungen, aber da muss ich wahrscheinlich, denn da kann ich wahrscheinlich freischalten und ich vermute, der Yuri Ishmak, der wird dann wahrscheinlich wolle, dass mal die Kampfbonds, also die das Geld oder die Erfolge, wo wir da können, dass man die bei dem inreiche. Und das heißt, wir müssen jetzt erst mal Silberstieg abschießen, damit wir zuerst später kommen. Und ich vermute, dass man dann bestimmt die Anzahl noch machen müsse und ihm direkt geben müsse, damit er für uns arbeitet. Weißt du, war es doch bei dem anderen Kerl, beim Todd Dweller, nee, beim Todd Blaster. Der wollte auch die Kopfgeldbelohnung von uns haben. Glaube ich. Schild der Gerechtigkeit. Die Igel heißt Cutter. Auch nicht schlecht. Und der Pilot Schild der Gerechtigkeit, das kenne ich für ein Raumschiff, ich akzeptiere oder nicht für ein Pilot. Interner Sicherheitsdienst Empire League. Was war das aber, ey? Nee, du hast gehört? Muss ich mal gucken, was mein Katz schafft. Hat sich verdächtig angehört. Ihr entschuldigt hoffentlich. Ich muss ja gerade mal Speed rausnehmen, damit hier jetzt nichts passiert. Und ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Wahrscheinlich hat die hat auf dem Balkon gesitzt, hat ganz spannend runter in den Hof geguckt. Wahrscheinlich hat die Anna Katz gesehen, wo in ihrem Revier rumgetappt ist. Nehme ich mal an. So, was ich noch machen könnte, ich könnte den Planet gerade mal scannen, damit ich weiß, wo irgendwas ist. Eieiei, der ist schon so groß und mir ist noch so weit weg. Okay. Wir scannen nur noch schnell. 10 Sonde. Wow. Machen wir es eher schon mal so und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Weil ich will jetzt keine Ziellandung bei Geysire machen, da habe ich jetzt eh keinen Plan, wie das funktionieren könnte. Ich will es eher schon gucken, dass ich so runterkomme. Na super, wieder der Bug, dass es hier irgendwie erfasster Prozent. Ach so, ich muss gar nicht, da habe ich schon alles. Ah, okay, das könnte es erklären. Okay, alles gut, alles gut. Gut. Dann beginnen wir mit dem Landeanflug. Gut, wahrscheinlich sind wir noch hier. Ja, noch ein bisschen. Wir wollen natürlich auf die Nachtseite. Ich will sehen, wo ich abstürze. So. Ja, Kopf könnten wir mal dünne. Das Ding ins Auge fassen. So, noch passiert hier gar nichts. Linie der Duals. Sehr schön. Komm, bisschen schneller, ohne können wir noch.
Noch passiert hier nichts. So. Was man schon mal mache, ist alle vier Pips auf Schild. Vielleicht überleben wir es sogar. Also für den Fall, dass es keine geplante weiche Landung gibt, sondern eine harte Landung, dass man wenigstens dass das Schild ein bisschen was abhält. So. Wie gesagt, ich will einfach nur runter irgendwo hin. Keine Ahnung wo. Und der Startwetter dann ist andere Problem, sofern man lande können und überlebe. Was nicht sicher ist. Also was war speziell ich auf keinen Fall machen darf, ist das mit der vertikalen Schubdüse. Das ist gar nicht gut. Sobald ich ins Kleider rüberkomme, ziehe ich den Schub ganz auf Null. Weil eigentlich müsste mir schon gehörig ertrallen und unbequem, wenn man die Nase senke. Also wenn man da neu aus dem Kleider rauskomme. Ist ziemlich uneben, ne? So scheint's. Ist komplett auf Null. Bisschen noch dort, damit ich nicht auf deine Krater hier komme. So, ich bin gespannt, ab welcher Höhe ich hier. Ach, guck ich das mal an, ey. Was das momentan für Beschleunigung nur Unge ist. Okay, gut, das war. Oh, okay. So, okay, jetzt wird's spannend. Also, wir sind auf 30 Kilometer Höhe. Ich lasse mal die Geschwindigkeit nur Unge gehen. Und passiert nichts. Momentan sind wir noch auf einer guten Höhe. Jetzt tun wir einfach mal die Nase senke, was dann passiert. Oh, guck mal hier, wir nehmen schon Speed auf. Das ist faszinierend. Oh, 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 oh. Spannend. Ich komme jetzt nicht auf die Idee, diese Booster. So, soll man nicht ein bisschen Gas geben? Das war geil, wir sind jetzt hier auf grad Ende 20 Grad nur ohne und wir bauen aber ganz schön Speed auf. Gucken wir mal das auspendeln, wie lange braucht der Computer, um das wieder auszugleichen. Wir fallen momentan immer noch. Braucht doch schon ein bisschen. Ein paar hundert Meter. Okay, dann würde ich sagen. Also was ich so vom Hörensagen weiß, ist es überhaupt keine Schande, wenn man hier sich Zeit lässt. Die Helden, die haben auch erst, die haben ein paar Minuten gebraucht. Deutlich einstellig hoher Bereich um sie lande. Und hey, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Haben wir das? Nö, eigentlich doch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Guck ich das mal annehmen. Einfach nur durch die Nasen ohne Stelle sind wir jetzt schon auf über 300. Und wie er weiter
Boah. Mein lieber Gesangsverein. Ab wann fangen man an, Speed-Ups eigentlich ab? Jetzt schon oder? Ja, so langsam. Ne, es war so ab 50 Grad rum, 12 Grad rum. Ja, ein bisschen könnte man noch. Ich finde nur, dass er wieder so über 300 schnell wird. Oh, wie schnell das jetzt geht. Ja, das 100 können wir, glaube ich, verantworten. Zumindest mal bis mal so Silber halb haben. Hier ist was Blaues, das ist schön. Interessiert mich momentan nur peripher. Ne, alles gut, alles gut. Ich habe immer die Geschwindigkeit im Auge und die Höhe. Es ist aber irgendwie krass, wie man zur Geschwindigkeit aufnimmt und dann mal einfach nur die Nase nach unten kippt. Ich mal austariere, mal gucke, wie lange er noch mal braucht, um das Ganze. Das war bei ungefähr 6,3. Okay, ja. 200 Meter hat er schon gebraucht, um das auszugleichen. Ja, wenn man die 100 so ungefähr halle, dann fühle ich mich momentan noch relativ sicher. Ich würde sagen, spätestens ab Endkilometer wahrscheinlich sogar höher. Fahren wir das Fahrwerk aus. 150, das ist mal ein bisschen zu viel. Dann wollen wir noch gut die Höhe. Ja, das ist doch schon wieder eher der Bereich, wo okay ist. Und es ist mir egal, ob ihr schneller landen könnt. Ich hab mein Asp gerne. Ich nutze nicht absichtlich Schrott. Und hier nehme ich schon wieder blaues Signal. Aber das ist mir gerade nur egal. Oh. Ja, weil mal ein bisschen gucken, dass die Geschwindigkeit runtergeht. Ja, okay. Passt noch alles. So, bald kommen wir in den Bereich, wo es eventuell spannend wird. Sind wir gleich bei 2,5 Kilometer. Ich weiß nur nicht, wie ich die letzten paar Meter schaffe soll. Sollen wir jetzt schon ins Fahrwerk ausfahren oder? Sie können wir noch, oder? Bei 1,5 machen wir es.
Nicht so viel. So, gucken wir mal. Wir sind jetzt schön bei 1,3. Fahrwerk ist ausgefahren. Wir haben einen Kontakt auf dem Radar. Der Anaconda macht hier nichts falsch. Hier ist jetzt wahrscheinlich die Kunst, irgendwie runter zu kommen, aber nicht zu schnell zu wäre, damit man auch gut aufsetzen könne. Weil hier mit so einer Schräglage kann ich ja nicht landen. Was man eventuell auch hätte machen können. Ich hätte mal können gucken, wo die Tasche ist, um den Flight Assist auszuschalten. Und dann den kurz ausschalten. Da müsste eigentlich die Gravitation uns schon automatisch runterziehen. Hohoho. Okay, gut, ich muss noch ein bisschen tiefer runter. Nicht so viel. 20 ist okay, das kann ich im momentan gerade noch so verantworten. Ja, ich weiß, wir sind bei 20 Minuten, aber kommt, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Überhaupt nichts, wo ich landen kann. Okay, gut, wenn ich wahrscheinlich so auf 5 Meter runterkommen würde irgendwie, dann könnte ich wahrscheinlich auch was mit der vertikalen Schubdüse machen. Dann ist nicht ganz so schlimm, wenn man über den Bottom schlittert. Bei das Stadion hier ist bestimmt auch eine schöne Herausforderung. Viel zu uneben. Verdammte Axt. Na gut, selbst schon mal eine komplett Aufsätze. Moment. So falle ich nicht. Nur so mit 4 Grad ohne. Das könnte eventuell auch aufs Schiff ankommen, oder? Weil die Asp ist ja nicht so schwer. Könnte ich mal durchaus vorstellen, oder? Dass das auch vom Schiff abhängt, weil ich meine, so Anaconda, die hat doch bestimmt irgendwie schneller eine Unbeschleuniger als Sidewinder, oder? Obwohl eigentlich so, ja doch, ist ja schwerer. So, Moment, mir. Ein bisschen ohne kann es doch schon noch gehen. Langsamer. Ich muss erstmal umkommen. Da brauche ich ein bisschen Geschwindigkeit vor. Oh. Jetzt will ich einfach nur ohne. Geht das irgendwie? Oh! Okay, das war also das Experiment, was passiert, wenn man doch was an der Schubdüse macht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich bin wirklich, ich habe die Düse nur ein bisschen angetippt und schon ist es wie ein Sack eisener Untergang. Mein lieber Gesangsverein. Aber hey, wir sind nicht kaputt gegangen. Wow. Und was ich jetzt noch machen will,
Sorry, wenn es jetzt ein bisschen lang dauert, aber das ist gerade egal. Ich will jetzt wissen, wie sich der Buggy fährt. Fährt der hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber was macht man denn alles im Namen der Wissenschaft? Oh, hier heben mal keinen Millimeter ab. Okay, er fährt sich wirklich wie auf Schiene. Oh, das gibt aber ein wunderschönes Bild ab. Oder? Und das müssen wir jetzt doch auch noch machen hier. Bild von außen. Eine Asp, die nicht in ihre Bestandteile zerlegt ist und... Ha, auf Arena 3. Ha, wunderherrlich, wunderherrlich. Gut, aber ich würde auch mal sagen, wenn er mir es startet, nimm mal noch mit. Das müssen wir auch erlebt haben in diesem Video. Das ist egal, das machen wir jetzt einfach noch. Ich werde zwar erst noch geneigt, bis ich auf dem Planet rumdüse, aber wir haben das Experiment haben wir so weit geschafft. Und das schaffen wir der Rest auch noch, oder? Das schaffen wir jetzt auch noch irgendwie. Also der Plan ist eigentlich so, könnte ich auf dem 2,xG Planet gut abheben. Und zwar konstant mit der Schubdüse nach oben beschleunige, also konstant. Wenn wir dann eine schöne Höhe haben, nach vorne beschleunige und wenn wir dann ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen haben, um 90 Grad nach oben. Das ist so der Plan. Setzen wir mal in die Tat um. Wie die Triebwerke hier schaffen müssen, um die Gernse. Wow. Junge, ich habe die Triebwerke momentan volle Kraft nur ohne. Und wenn wir jetzt hier auf deine Balke gucke, der Balke links, rechts neben der Höhe anzeige, wenn ich jetzt den Schub loslasse, dann versucht der Computer hier deine Schub nur ohne auszugleichen. Und zusammen mit der G-Anziehungskraft von dem Planet fallen wir dann wie ihr stehen runter. So, jetzt gehe ich nach vorne und nach oben. Jetzt habe ich genug Geschwindigkeit aufgebaut und jetzt. Und jetzt kann ich eigentlich den Schub loslassen. Die Vertikaldüse, genau, ja, mir steige. Ah, nicht schlecht. Okay, also das Starte funktioniert so. Das ist dann halt die Nummer sicher. Finde ich gut. Wenn wir jetzt den Schub zurücknehmen, dann... Wir sind auf 11 Kilometer, aber ich glaube, wenn wir jetzt den Schub zurücknehmen würde, ohne, also mit Flight Assistant, der Computer versucht das auszugleichen, dann falsche, glaube ich, wie stehen. Da machst du, glaube ich, gar nichts mehr. Wunderbar, wunderbar. Ja, und so bleibe ich jetzt, bis ich die Anziehungskraft vom Planeten überwunden habe. Und ja, da passiert jetzt eh nichts mehr. Dann können wir hier jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich habe schon eine Idee, was ich machen könnte. Nochmal was anderes und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.